Du bist viel zu sensibel, du hast viel zu viele Extrawünsche. Für die Leute früher war das doch auch kein Problem. Kennst du vielleicht diesen Satz? Hast du sowas auch schon ab und zu gehört? Wurde dir so etwas schon gesagt? Mein Name ist Dorothee Rund oder einfach Doro vom Blog Philosophie des Gesundwerdens. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dass, ja, vor wenigen Generationen die Leute noch viel robuster zu sein schienen. Also hier auf den Azoren zum Beispiel ist es so, dass ich viele Freunde in den 40ern oder 50ern habe, für die es völlig normal ist, dass sie gut 10 Geschwister haben. Das war übrigens vor Einführung des Fernsehens. Das hat sich dann damit auch dann drastisch geändert. Das nur am Rande. Aber damals hatten die Leute keine Einwegwindeln, es gab keine Waschmaschine, keine Kühlschränke, keine fertigen Gläschen. Die Frauen haben Kinder bekommen und sofort weitergeschuftet. Sie hatten absolut keinen Luxus. Und heute haben wir so viele Dinge nötig und trotzdem sind gerade viele Frauen krank, auch von MCAS zum Beispiel, betroffen von Autoimmunkrankheiten, sind es vorwiegend Frauen. Ja, viele Frauen sind krank wie nie zuvor, chronisch krank. Und auch man schaut zum Beispiel, unter welchen Bedingungen die Männer früher arbeiten mussten im Vergleich zu heute. Und trotzdem scheinen wir so empfindlich zu sein und so viel zu jammern wie nie zuvor. Ich möchte dazu Folgendes sagen, dass nämlich früher die Leute auch ganz im Allgemeinen ziemlich viel Heftiges hingenommen haben, wo wir heute als Kollektiv äußerst sensibel reagieren. Man denke nur an unsere Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Also im Zweiten Weltkrieg mussten Mütter noch hinnehmen, dass alle ihre Söhne im Krieg verheizt wurden. Wenn ich da jetzt an meinen eigenen Sohn denke, ich würde vor gebrochenem Herzen direkt tot umfallen. Oder andere Sachen. Also ich hörte viele Jahre nach deren Tod, dass mein Opa meine Oma geschlagen hat und wie mit den Kindern in vorigen Generationen umgegangen wurde. Darauf möchte ich jetzt erst, also damit möchte ich jetzt hier gar nicht erst anfangen. Also ich erlebe es ja schon, wie sensibel zum Beispiel auf meine Instagram-Posts reagiert wird, wo ich mal etwas über mein Baby poste. Also wer mir schon eine Weile folgt, der weiß, dass ich wirklich sehr nette und sensible und harmlose Dinge von mir gebe. Und selbst damit schaffe ich es noch, Leute zu triggern. Also wir sind äußerst achtsam und sensibel. Es hat ein ganz anderes Niveau als noch vor einigen Generationen. Wir sind als ganze Gesellschaft viel sensibler geworden, zumindest ein Teil von uns Menschen. Und sicher auf unterschiedliche Aspekte, körperlich und eben auch psychisch und emotional. Es ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass Trauma, auch Körpertrauma, wie zum Beispiel eine Hungersnot in Kriegszeiten erlebt zu haben, epigenetisch weitergegeben wird, mit Folgen für die nächste Generation oder nächsten Generationen. Ich habe gerade einen Freund in Paris besucht, der, also er ist jetzt in Rente, früher an der epigenetischen Vererbung selber geforscht hatte und er bestätigt dies, dass Lebensumstände auch weiter vererbt werden. Und ja, damals für ihn gab es leider nur sehr wenig Forschungsgelder, aber es hat sich viel getan in diesem Feld. Also es ist auch eine vorsichtige Theorie von mir, also zumindest eine Erklärung, warum wir uns an frühere Leben erinnern können, bestimmten Bewusstseinszuständen. Also auch ich habe da schon mittlerweile mehrere sehr detaillierte Erinnerungen. Also auch wirklich so im Körper spürend, sehr plastisch fühlend, sehr, sehr embodied. Und eine Erklärung von mir ist, dass wir zum einen ganz viel auch an archetypischen Informationen chemisch in unserer DNA gespeichert haben, was als sogenannte Junk-DNA-Abschnitte galt, was keine Körpermerkmale kodiert, was aber den weitaus größten Anteil unserer DNA ausmacht, sowie epigenetische Marker oder auch Instruktionen, wie fest unsere DNA aufgewickelt ist und so weiter und dadurch, wie viel eben abgelesen und aktiviert werden kann. Und dadurch eben werden auch Erinnerungen und
ja, Zustände von vorigen Generationen weitergegeben. Und man kann sagen, wenn man sich anschaut, was eben in vorigen Generationen alles so getan und auch hingenommen wurde und wie wenig da der Fokus auf, sagen wir mal, emotionale Bewältigung war. Also wir sind vollgemüllt bis oben hin von unseren Vorfahren, die wenig Gestaltungsspielraum für ihr Leben hatten und natürlich auch wenig Austausch und Wissen, auch psychologische Tools, und die deswegen einfach sehr viel Leid einfach nur stumpf hinnehmen mussten. Heute können wir nicht nur anhand der Geschichtsbücher und Erzählungen unserer Großeltern und Verhaltensweisen unserer Eltern wissen und erleben, was wir nicht wollen. Also etwas Biologisches in uns schützt uns auch, setzt ein ganz großes Nein und ist einfach am Breaking Point. Unsere Fässer sind voll. Vom Lifestyle her, von unserer Erziehung, Erlebnisse, toxikologisch, immunologisch, psychisch und eben auch epigenetisch. Viele Therapeuten sagen auch, dass gewisse Entgiftungsformen und Therapieformen, therapeutische Ernährungsformen und so weiter, die vor 50 Jahren noch super gingen, noch zu hart für die heutigen Menschen sind, weil wir einfach zu voll, zu sensibel geworden sind. Wenn du dir manchmal denkst, du seist zu sensibel für diese Welt oder einfach nur für deine Familie, ich denke, dass es gut ist, dass es wirklich gut so ist. Wir sollen am Breaking Point sein. Und so nicht weitermachen als Menschheit, so wie wir leben, uns gegenseitig und die Kinder, die Tiere, den Planeten uns selber behandeln. Dies ist eine Zeit eines großen Aufwachens, eines großen Umdenkens, eines Perspektivwechsels, einer Bewusstseinserweiterung, und Histamin als Neurotransmitter spielt hier eine große Rolle. Doch sind es wenige, wir sind die ersten Kanarienvögel in der Kohlenmine. Aber es werden immer mehr, besonders nach den letzten 3 sehr harten Jahren. Wir bereinigen hier in unseren Körpern, in unserer DNA ganz viel, nicht nur für uns. Also in unserer DNA wird ja auch zum Beispiel festgelegt, wie die Mastzellen, wie die neuen Mastzellen gebaut werden sollen. Das wird ja, ist ja ein ständiger Austausch, ein dynamischer Prozess. Und wir bereinigen hier ganz viel in unserem Körper, nicht nur für uns, für Generationen. Wir fühlen, was noch nie jemand gefühlt und angeschaut hat, und gehen es an. Ich glaube nicht, dass ich noch materiell so krass viel aufbauen werde und Karriere machen werde, wie so manche Ältere aus meiner Familie. Aber was ich hier erschaffe, ist dennoch nicht kleiner, im Gegenteil. Was ich hier mit meinem Körper erreiche und auch psychisch und spirituell, in eben diesem Kontext mit dieser Vorbelastung. Unsere Aufgabe und unser Privileg ist es nun, richtig authentische, gesunde, glückliche und einfach gute Leben zu führen und auf diese Weise unsere Zellen und unsere DNA zu bereinigen, erstmalig seit Dutzenden von Generationen. Endlich gute Botschaften auf Zellebene einzuspeisen. Ebenso weit praktisch umsetzbar. Ich selber merke unmittelbar in meinem eigenen Leben, wie ich immer weniger schlimme Schüsse vor den Bug bekomme, also immer weniger schlimme Tragödien und Dramen mir zustoßen, je mehr ich authentischer werde und aufhöre, mit meiner Lebensessenz die Energie in Bereichen hochzuhalten, die überhaupt nicht gut und passend für mich sind, und je mehr ich auf die Botschaft des Lebens, des Universums, meines Körpers höre, wirklich demütig zuhöre und bewusst im Hier und Jetzt in Verbundenheit lebe. Wenn dies immer mehr Menschen praktizieren, werden wir nie wieder Krieg erleben müssen. Auf diesem Weg ist es natürlich auch wichtig, ohne Opferrolle oder rechtschaffenen Stolz gegenüber anderen, die uns als Hochsensible den roten Teppich ausrollen sollten, voranzuschreiten. Nein, einfach, soweit es überall geht, und damit anfangen, uns selbst in unseren möglichen Bereichen, uns selber den roten Teppich auszurollen. Dass du dir selber als hochsensible Person dich selbst anerkennst und dir selber den roten Teppich ausrollst. An deinem Esstisch, in dem, wie du deine Beziehungen, deine Arbeit, dein Wohnen, deine Hobbys gestaltest. Auch ich lerne da immer weiter dazu, Jahr für Jahr. Wir dürfen anspruchsvoller werden, sogar noch anspruchsvoller, nicht unbedingt hypersensibler, sondern
anspruchsvoller und ja, weniger Ungesundes hinnehmen. Ja, und lasst uns Hingabe üben und annehmen, dass wir auch nicht alles optimieren können und nicht alles heilen können in diesem Leben. Da bin ich auch ja, hingebungsvoller geworden und akzeptiere das einfach mehr und mehr, dass manches an Aufgaben für uns möglicherweise immer noch zu groß sein wird und wir auch noch einiges an die nächsten Generationen werden weitergeben müssen. Auch ich werde es nicht perfekt machen, auch ich werde an meine Kinder noch Dinge weitergeben. Es ist einfach ein Riesenhaufen, der uns hier vererbt wurde, mit dem wir es jetzt zu tun haben. Ja, und die nächsten Generationen, die werden den Weg dann noch tiefer gehen, als wir es jetzt können. Mich tröstet dieser Gedanke sehr.